Ja, wir müssen heute mal über ein iPad-Zubehör sprechen, was ich in den letzten Jahren sträflichst vernachlässigt, übersehen und ja auch ignoriert habe. Ich habe es einfach nicht genutzt, weil ich es nicht gebraucht habe, weil es in meinem Alltag nicht aufgetaucht ist und weil ich, ja, man kennt mich ja, überhaupt kein Freund von Hüllen bin an Geräten. Die Rede ist vom Smartfolio fürs iPad, der Faltplastikhülle, die man da magnetisch hinten dran macht. Ich fand das immer ein bisschen unnötiges Produkt, weil ich ja alter Magic Keyboard Fan und Snob bin. Das Ding ist so super, man macht das iPad rein, es ist geschützt, nimmt es raus, wenn man das iPad nutzen will, macht es wieder rein, zack, zack. Wozu braucht man da noch das Magic Folio Dings? Nun, ich habe es in den letzten Monaten eben doch genutzt und mehr genutzt als auch schon. Angefangen hat es in erster Linie damit, dass ich mal im Urlaub war und gedacht habe, komm, jetzt machst du ein Experiment und nimmst eben nicht das Magic Keyboard mit, nimmst das nur das Allernötigste nimmst du mit. Und das Allernötigste, was ich mitgenommen habe, war einfach das Große, weil ich wollte mal wieder schauen, wie ich bin ja ein Fan des 11er iPad Pro und ich dachte, komm, ein bisschen Experimentierfreude und Arbeit kannst du ja doch in die Ferien mitnehmen. Dann habe ich gedacht, komm, nimm das Große mit, aber nur im Folio und ohne Tastatur und schau mal, wie weit du damit kommst. Nun, ich bin überraschend weit damit gekommen, hat alles wunderbar geklappt und ich bin zum Fan geworden des normalen Folio-Designs. Es muss ja nicht zwingend das sein, ich habe noch ein paar andere dabei, können wir nachher drüber sprechen, es muss nicht zwingend das von Apple sein. Aber mir sind da ein paar Sachen aufgefallen, die ich in den letzten Jahren, weil ich es eben nicht genutzt habe, nicht mitbekommen habe. Wir haben ja hier schon öfter über die Frage diskutiert, großes Pro oder kleines Pro oder mittleres Pro, 11 oder 12.9er. Und da habe ich immer gesagt, ja, das 12.9er, ich mag es auf dem Sofa nicht so sehr, weil es ein bisschen groß ist. Und ja, wenn man es nicht so bequem halten kann, lustigerweise muss ich jetzt an der Stelle sagen, das lag eben genau daran, weil ich das Magic Keyboard halt genutzt habe. Ich habe das 12er dann rausgenommen, das ist jetzt das 11er hier in der Hand. Und hab's so genutzt und fand das auf dem Sofa so ein bisschen so lala. Jetzt, als ich da im Urlaub war mit dem 12.9er, nur dem 12.9er, habe ich es natürlich auch überall hin mitgenommen und eben auch als Lese- und Konsumations- und Spiele-iPad auch genutzt. Und eben lustigerweise, weil ich ja nur die Hülle hatte, habe ich die dran gelassen. Und ich muss sagen, damit funktioniert es eben auch auf dem Sofa viel, viel besser, als ich immer gedacht habe. Die Grenzen haben sich bei mir so ein bisschen verschoben, weil ich mir das M2 11er gekauft habe und das jetzt die ganze Zeit als Arbeitsgerät nutze. Zuvor habe ich ja hauptsächlich das große, das 12.9er als Arbeitsgerät genutzt. Hat es ein bisschen gedreht in den letzten Monaten. Das 11er ist mein wichtigstes Arbeitsgerät. Das 12.9er ist mehr mein Genuss-iPad geworden. Eigentlich dachte ich immer, es sei genau umgekehrt. Und der Grund, warum das wirklich so gut geklappt hat, ist mir dann auch bewusst geworden, ist dieses Folio, diese Hülle, weil die macht ein paar ganz, ganz interessante Sachen mit dem iPad, die ich zu wenig geschätzt habe zuvor, weil ich es einfach immer aus dem Magic Keyboard rausgenommen habe und zufrieden war. Ich muss euch das mal zeigen, machen wir hier schnell weg. Erstens, die allerwichtigste Funktion an dem Ding ist halt dieses Flausch da hinten dran. Damit ist das iPad so viel griffiger, wenn man es beispielsweise wenn man auf dem Sofa sitzt und sich schnell auf die Knie legt, das ist einfach so praktisch. Da kann man es irgendwo schnell hinlegen, kann schnell irgendwie sowas darauf tippen, was lesen und es hält. Wenn man es nur im Aluminium nutzt, rutscht es halt die ganze Zeit weg. Das ist wirklich lustigerweise auf dem Sofa macht das so viel aus. Ja, es macht das iPad natürlich eine ganze Spur dicker, man sieht es ja hier, da kommt noch das, da kommt alles dazu. Es ist nicht mehr dieser wunderbare Aluminium-Monolith, wenn man es in der Hand hat, aber es ist lustigerweise viel griffiger und auf dem Sofa mag ich das 12.9er seither viel, viel lieber. Die andere tolle Funktion daran, was eben auch gerade beim 12.9er entscheidend ist, der 12.9er hat ja die große Tastatur, ich zeige es euch mal eben schnell. Wir nutzen da immer Twitter, um zu schreiben. So.
Man kann es ja auch anwinkeln. Das ist ja der große Mangel am iPad. Das iPad hat ja keinen eingebauten Kickstand. Ich habe extra nochmal mein Surface 3 mitgebracht, also noch das Cover drauf. Das hat ja den eingebauten Kickstand, was einfach so praktisch ist, weil man es dann immer gleich so anwinkeln kann, wie man möchte. Und auch das ist auf dem Sofa einfach so praktisch. Oder auch wenn ich arbeiten möchte mit dem großen 12.9er. Ich habe dann im Urlaub übrigens, gibt ja ganz viele Falttechniken, wie man es anwinkeln kann. Ich habe dann meistens einfach so die eine Kante ein bisschen hochgeknappt, bis ich so den Winkel hatte, den ich wollte. Noch ein bisschen heller so. Und dann habe ich ganz bequem so schreiben können. Ja, ich habe mir das schon früher mal beigebracht, das Schreiben auf dem Touchscreen im 10-Fingersystem, damals noch beim allerersten iPad 2010. Auf dem großen geht es einfach am besten, weil das große hat die beste Tastatur von allen iPads. Da hat man auch oben die Zahlenreihe und ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich dank dem Folio, wie heißt es nochmal, Smart Folio, habe ich es vorher mal Magic Folio genannt, weil Magic Folio ist wieder was anderes, das, die blöden Namen. Das Magic Folio ist ja die Tastatur fürs 10er iPad, die ist ja auch ein bisschen, aber da heißt es dann nicht Cover, sondern Magic Folio Keyboard heißt es dann da, glaube ich. Ja, es ist so verwirrlich mit den Namen, weil früher hatte Apple ja mal noch das da. Habe ich auch noch im Archiv gefunden. Das sind da die alten Cover, die sie hatten, diesen Smart Cover. Die gab es damals mit dem iPad 2, wurden die eingeführt. Die haben aber noch auf der Seite des iPads gehalten und haben nicht die Rückseite auch geschlossen. Nein, jetzt Smart, jetzt bin ich wirklich verwirrt mit den Namen. Nochmal, volle Konzentration. Smart Folio, so rum heißt es, oder? Jetzt muss ich wirklich nachschauen. Das gibt's ja nicht. Apple hat mich zu Ende verwirrt. Apple.com, iPad, iPad Accessories. Ich bin wirklich kein Fan der neuen Apple-Webseite. Smartfolio heißen sie. Smartfolio, genau. Vorher hießen sie Smartcover. Folio eben, weil sie jetzt Rückseite und Front bedecken. Nein, hat sich wirklich herausgestellt, mir reicht das eigentlich sehr, sehr weit. Ich brauche das Magic Keyboard gar nicht so sehr, wie ich es früher genutzt habe. Ich bin jetzt meistens einfach so unterwegs und schreibe so auf dem 12.9er. Und auf dem 12.9er kann ich auch viel, viel besser schreiben als auf dem 11er. Weil hier die Tastatur halt, ja, es ist immer noch nicht die volle Tastaturbreite, aber nahezu. Oh, ich muss da ein bisschen nach vorne schieben. So. Zurück ins Twitter, dann sieht man es. Oh, Wochensitzung. Ja, wir müssen hier schnell machen. Ja, man hat halt fast eine volle Tastatur jetzt auf dem iPad. Und wenn man das ein bisschen kann mit hier schreiben, geht das ganz okay. So, jetzt muss ich das wieder löschen, nicht, dass wir das aus Versehen raushauen. Chip, chip. Ja, und die meisten Leute empfehlen ja, dass man da die offizielle Faltung macht. Einfach da dieses Dreieck falten da unten, so. So hin. Oder dass man es auch so nutzt, wenn man es aufstellt. Lustigerweise nutze ich es aber viel lieber so. Einfach da unten ein bisschen hochklappen, drauflegen. Weil das hat einen wunderbaren Nebeneffekt. Der Stift ist immer oben. Wenn man wieder das da macht, ist der Stift da unten und das ist doof. Darum, ich mache es am liebsten einfach so. Und so kann ich auch viel, viel mehr Winkel einstellen, die ich gerne hätte. So geht's so. Jetzt ist gerade ein bisschen zu viel. Man muss ein bisschen abwägen, was man haben möchte. Das war wieder zu viel des Guten. Ja, ja, meistens klappe ich einfach das da unten ein bisschen hoch, habe es angewinkelt und wenn ich es nicht will, mache ich es wieder weg. Zack. Beim anderen muss man da das ganze Faltzeugs machen. Das ist ein bisschen mühsam. Nein. Es ist wirklich eine erstaunliche Erkenntnis, die ihr ja vermutlich alle schon seit Jahren habt, aber mich hat das wirklich überrascht. Dieses Folio-Dings ist so viel nützlicher und macht das iPad so viel sofa-tauglicher und mobiler. Ja, eben die Surface-Fans, wir haben sie ja vorher schon angesprochen, werden sagen, ja, hättet ihr einen Kickstand eingebaut, hätten wir das Problem gar nicht. Ja und nein, weil dieses Alu oder beim Surface, mein altes ist ja noch aus Magnesium, das ist eben doch nicht ganz so griffig und diese Mischung aus Gummi und
diesem Flausch da hinten macht das iPad einfach unglaublich griffig. Ja, da beim, selbst beim Kleinen funktioniert es, beim Mini mag ich es auch. Oh, das ist auch schon ein bisschen mitgenommen. Also das sieht man, das nutze ich eben lustigerweise auch viel mehr, als ich gedacht habe. Und es muss ja nicht zwingend Gummi sein. Ich habe mir ja für mein 11er, habe ich mir das da von Lycra gekauft, dieses Folio von, das, was aus Leder ist. Das ist, das mag ich noch lieber. Ich bin inzwischen schon am Überlegen, ob ich nicht auch noch eins fürs große iPad brauche. Aber das ist ein bisschen ein teurer Spaß, weil die sind dann wirklich sehr teuer. Leute sagen ja, die von Apple seien schon teuer, aber... Nein, die hier aus Leder sind nochmal teurer, aber das ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Ich mag es wirklich sehr, funktioniert genau gleich halt wie das von Apple. Da habe ich auch schon mal ein separates Video dazu gemacht. Nutze ich auch sehr, sehr gerne so unterwegs. Das ist wirklich so ein bisschen die lustige Erkenntnis der letzten Monate. Ich nutze viel, viel weniger Magic Keyboard am iPad, als ich das früher gemacht habe. Und ich mache mehr mit Stift und mit den Fingern und der eingebauten Tastatur. Und mir war es wirklich anfangs nicht klar, warum, aber jetzt weiß ich, es liegt daran, dass ich dieses Smartfolio einfach sehr, sehr schätzen gelernt habe. Und ja, der Terminkalender sagt schon, ich muss weiter in die nächste Sitzung. Genug geplaudert. Falls ihr noch Fragen habt zum Magic, nein, eben nicht Magic, sondern zum Smartfolio. Meine Güte, diese blöden Namen zum Smartfolio. Schreibt mir das unten in die Kommentare oder falls ihr Erkenntnisse dazu habt. Immer her damit. Also bei mir ist wirklich erstaunlich, wie das die Nutzung des 12.9er verändert hat, seit ich es endlich mal da in so ein Smartfolio reingemacht habe. Ich habe es vorher wirklich praktisch nur als Arbeits-iPad und als Laptop-Ersatz genutzt. Und jetzt, seit ich es in diesem Smartfolio habe, habe ich ständig auf dem Sofa dabei und spiele da all die neuen Apple Arcade-Spiele auch damit. Also ruhig unten in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, falls ihr noch nicht habt. Abo abschließen, falls das Video gefallen hat. Daumen nach oben, was ihr findet. Das wussten wir schon lange, Raphael. Daumen nach unten. Ja, war mir wirklich nicht klar. Ich hatte das wirklich übersehen in all den Jahren und ein bisschen Wiedergutmachung fürs Smartfolio. Und jetzt, ja, jetzt muss ich weiter in die Sitzung.